Ein sportliches Ereignis. Nicht in irgendeiner Metropole des Breitensports, sondern in diesem kleinen Ort, Wiek auf Föhr. Wiek zählt heute rund 6000 Einwohner, wovon etwa 2000 aktiv Sport treiben. Dieser Steinturm mit Uhrwerk gilt als bauliches Wahrzeichen von Wiek. Heute einer der meistbesuchten Touristenorte der Nordsee. Eine der wenigen Erinnerungen an das alte Wiek ist heute die Karl-Heberlin-Straße. Zu dieser Jahreszeit sind die Strandkörbe noch leer. Man konnte also nur hoffen, dass sich wenigstens die Basketballkörbe füllten. Höhepunkt der deutschen Meisterschaften war das Spiel des norddeutschen Vizemeisters und Gastgebers Wicker Turnerbund in weißer Spielkleidung gegen den Westfalenmeister TSV Hagen 1860. Uwe Barnert, Trainer des Wicker TB, konnte mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Das erste Spiel wurde mit 102 zu 50 Punkten gewonnen. Der kämpferische Einsatz der Mädchen war sehr stark. In dieser Szene kämpft Silke Möller um den Ball. Sie ist mit 15 Jahren eine der Ältesten. Die Mannschaft des Wicker TB trainiert 4x2 Stunden in der Woche. Ein weiterer Angriff des Wicker TB zeigt, mit welcher Sicherheit und Präzision schon in diesen Jahrgängen gespielt wird. Hier traf Ocker Rascher. Heike Brodersen mit der Nummer 12 ist die wichtigste Spielerin. Sie zählt zum Kader der Nationalmannschaft. In dieser Zeitlupenaufnahme ist sehr schön zu sehen, wie Ocker Rascher durch kurzes Hinauszögern des Wurfes ihre Gegenspielerin täuscht, den Korb fixiert und trifft. Hier ist es zu sehen. Während der Halbzeit nutzte ich die Gelegenheit, den Vater des Basketballs auf dieser Insel, Hans-Joachim Reinhardt, zu interviewen. Wie kam er auf die Idee, diesen Sport auf Föhr einzuführen? Vom Hause aus bin ich evangelischer Gemeindepastor. Und ich bin von den pädagogischen Werten dieses Spieles, was also die Fairness angeht, so überzeugt gewesen, dass ich also damals im Internat angefangen habe, das so ein bisschen als Freizeitgestaltung für die Internatsschüler betreiben zu lassen. Der Erfolg war nicht nur Leistung im Schul-, sondern auch im Vereinssport. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Hagen besser ins Spiel. Es dauerte allerdings nicht lange, bis der Wicker TB zu seiner Spielstärke zurückfand. Souverän hält Heike Brodersen hier den Ball, denn der Schlusspfiff naht. Große Freude, als das Spiel endlich zu Ende ist. Wiek wurde deutscher Meister 1984. Nach dem Spiel sprach ich mit Heike Brodersen. Heike, ich habe gehört, du bist für den Kader der Nationalmannschaft berufen worden. Hast du vielleicht mal Lust, irgendwie später eine sportliche Karriere einzuschlagen, dass du vielleicht Geld mit Basketball verdienst? Ja, nicht wohl Lust. Ja? Ja. Dazu müsstest du dann sicherlich aber von der Insel runter, denn ich meine, hier auf der Insel gibt es vielleicht nicht zu viele Möglichkeiten, sodass du dich dann mal weiterentwickeln kannst oder so? Ja, ich versuche erstmal so lange wie möglich hier zu spielen und wenn das hier nicht mehr geht, wenn auch mehrere Spieler aufhören oder so, ja, dann versuche ich irgendwo auf dem Festland irgendwo zu spielen.